möchte heute pünktlich vielleicht ein bisschen vor 11 Schicht machen. Morgen spielen wir wieder ganz lang Baldur's Gate 3. Und dann möchte ich einfach ein bisschen, ja, noch ein bisschen Hearthstone spielen. Vielleicht noch ein Müsli essen oder so. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Angst. Merkt ihr das? Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Au! Na, was denn? Zeig mir, was du... Nur Delikate. Leb wohl. Und... Ich mit Joron. Ja, Geralt? Ich habe die Nachricht gelesen. War sehr knapp. Kannst du mehr erzählen? Über die Bestie? Es ist ein Geist, glaube ich. Oder irgendein anderer Albtraum. Sucht Eldbergheim. Beim Leuchtturm. Es fing alles ganz harmlos an. Eines Nachts blieb der Leuchtturm dunkel. Ohne sein Licht kommen die Schiffe nicht sicher nach Arinbjörn. Also haben wir zwei Männer losgeschickt, um nachzusehen. Lass mich raten. Sie sind nicht zurückgekommen. Stimmt. Mikjal, der Leuchtturmwärter, war auch verschwunden. Ich stellte einen Suchtrupp zusammen und segelte los. Als wir uns der Insel näherten, riss ich das Ruder herum und drehte um. Ich hatte am Ufer eine Erscheinung gesehen. Du hältst mich bestimmt für einen Feigling, aber Stahl hätte nichts genutzt. Das habe ich gespürt. Mir fiel nur noch ein, im Dorf Geld für eine Belohnung zu sammeln. Hilf uns. Dann gehört es dir. Ja, wie hoch ist die Belohnung? Ich mag dich, Jorun. Aber Geschäft ist Geschäft. Das reicht nicht. Um 82. 270. Wunderbar. So machen wir es. Die Hand darauf. Schön. Perfekt. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Danke, Geralt. Du bist ein feiner Kerl, muss ich schon sagen. Vielen Dank. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Hemdal, der berühmte Weiß. Warum auch nicht? So, dann... Das ist der Leuchtturm. Da müssen wir direkt wegrennen, weil da überall diese blöden Erscheinungen rumspuken. Rennen. 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 Und rennen. Hey, ist da jemand? Wie kommst du denn her? Was denkst du? Das ist eine Insel. Bist du Mikjal, der Leuchtturmwärter? Jorund aus Arinbjörn hat mich geschickt. Wo kommen denn diese ganzen Geister her? Zuletzt habe ich sowas bei Wergen gesehen als... Aus nichts! Einfach so! Das Feuer ging aus und der Wind legte sich plötzlich. So fing es an. Ich kam her, um Öl zu holen. Ging vors Haus, sah nach oben, sah den Nebel... Und da tauchten die Geister auf. Sie stürzten sich auf mich. Bin zurück ins Haus, hab die Tür verriegelt und dann hab ich's gehört. Jemand hat meinen Namen geflüstert. Mikjal! Mikjal! Ich sah hinaus. Da war diese große Gestalt. Von ihr ging so viel Kälte aus, dass die Fenster vereist sind. Diese Geister sind nicht ohne Grund erschienen. Etwas hat sie hergelockt. Weißt du was? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts. Den Leuchtturm, meine Hütte, sonst nur Felsen. Sogar die Ertrunkenen wissen, dass es auf Eldberg nichts zu holen gibt. Erzähl mir mal mehr über die Erscheinung. Diese große Erscheinung. Erzähl mir darüber. Sie schien intelligenter zu sein als die anderen. Als wüsste sie alles. Ich war keine große Hilfe, oder? Ich habe sie nur einmal gesehen. Danach ist sie verschwunden. Seltsam.
Ich muss mich umsehen. Hier, das ist der Schlüssel für den Leuchtturm. Falls du einen Blick reinwerfen willst oder vor etwas fliehen musst. Das ist mal wieder ein Punkt, wo es eindeutig wichtig wird, zu speichern. Gewöhnlicher Geist. Ihn einfach zu töten, würde nichts ändern. Ja, schauen wir mal. Lecker Würstchen. Wahrscheinlich schon lang, wenn das das mit dem Geist schon lange so geht. Ja. Das ist doof, ich habe vergessen, die extra senden. Zu benutzen. Da unten ist was. Ein Brief. Arbeit für dich, Mikael. Es wird ein Schiff mit einer Ladung Felle mit Segeln. Sollst du das Feuer löschen und alles dunkel lassen, bis wir das Zeichen mit der Fackel geben. Teilenbeute wie immer, du bekommst ein Zehntel, wenn dem was angespült wird. Sieh einer an. Der Leuchtturm hütet ein ziemlich dunkles Geheimnis. Kann man mal so sagen. Symbole einer Bindung, Manifestationen bösen Willens, fokussiert, konzentriert. Es ist also ein Fluch, der die Geister hier hält. Ein Büßer? Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist. In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten. Das Leuchtfeuer muss brennen. Wenn Mikja der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort. Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht. Tja. Aber erstmal, nachdem er richtig viel Mist gemacht hat. Wieder mal wegen Habgier. Und seltsam. Ach, du bist's. Hast du was rausgefunden? Die Insel wird von einem Büßer heimgesucht. Er bestraft den Schuldigen für seine Verbrechen, seine Taten. Wie Schiffe zu den Felsen zu locken und die Wracks zu plündern. Streite es nicht ab. Ich habe den Brief gefunden. Langboote sinken ab und zu. Das ist das Meer. Das ist die Natur. Wenn sie in der Nähe der Insel sinken, ist die Fracht wenigstens nicht verloren. Darüber reden wir später. Jetzt aber brauche ich deine Hilfe. Aber warum? Ich bin kein Krieger. Dachte ich mir. Aber ein Fluch liegt auf dir und diesem Ort. Den kannst nur du brechen. Du musst nur das Feuer im Leuchtturm anzünden. Der Büßer ist unbezwingbar, solange die Insel im Dunkeln liegt. Ich kann nicht rausgehen. Er würde mich umbringen. Das spüre ich. Vielleicht könntest du... Ich begleite dich. Keine Ausreden. Hol dir das Öl, dann gehen wir. Bevor ich meine Meinung ändere. Vor allem, weil er auch noch der Schuldige ist, weswegen das überhaupt alles so geworden ist. Sieh nur, da! Das ist er! Ich sehe ihn. Sei still und zünde das Feuer an. Vergiss nicht, wenn du versagst, tötet der Büßer erst mich und dann dich. Beeil dich! Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ja.
können wir es zu Ende bringen. Gut. War das halb so wild. Hat es funktioniert? Offensichtlich. Ja, hat es. Aber das macht die Insel nicht sicherer, weil du noch da bist. Ein Leuchtturmwärter, der Schiffe auf die Felsen lockt. Eine Schande. Ich habe einen Fehler gemacht. Das weiß ich jetzt. Ich schwöre bei Freya und allen Göttern. Nie wieder. Töten deswegen wirklich nicht, ne? Aber er muss halt schon Konsequenzen lernen. Also er soll zumindest hier weggehen. Ganz sicher nie wieder. Wenn unsere Unterhaltung zu Ende ist, packst du deine Sachen und gehst. Für immer. Verstanden? Aber ich... Verstanden. Sehr schön. Mehr Lu. Aber jetzt zurück nach Arimbjorn. Monster vom Leuchtturm ist weg. Monster vom Leuchtturm getötet. Es war ein Büßer, ein sehr gefährlicher Geist und ein sehr seltener. Warum ist er auf Eldberg aufgetaucht? Das war immer eine friedliche Insel. Selbst Sirenen haben sich dort nicht eingenistet. Dort hat jemand ein Verbrechen begangen. Etwas Schreckliches. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr braucht einen neuen Leuchtturmwärter. Das spielt keine Rolle mehr. Reden wir lieber über die Belohnung. Naja, hier ist sie. Du hast dir jede einzelne Münze redlich verdient. Und eine Runde. Ein Prosit auf deine Gesundheit. Ja, vielen lieben Dank. Sehr nett. Bis dann. Jaimar Akkret ist mit dreifacher Begleitung nach Unfig gefahren. Vom Turm von Eldberg. So, das nächste wäre dann 18, sehe ich da. 16. Seltsame Bestie, setze eine Hexe zu einem Schauplatz des Überfalls zu. Aber schon. Wohl auch über Belohnung geredet. Aber jetzt geht's schon auf eine Insel. Oh. Nach Lavik. Lavik, Lofoten. Ach, das, da, wo man mit, wo Yen einen schönen Garten in Schutt und Asche gesetzt hat. Und da ist ein Tavernwirt. Was möchtest du? Nein. Zeig mir da. Ich habe immer so eine kleine Hoffnung, wenn ich da irgendein Händlersymbol sehe und oh man. Ich glaube, das wird einfach nichts. Beweg dich! Nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Hier ist noch was. Dem hat was richtig zugesetzt. Das ist eine gute Schlussfolgerung, Geralt. Also das ist ja Wahnsinn. Sieht aus wie Blut, aber roter Lehm. Neckar-Kämpfer markieren mit diesem Lehm ihre Position im Rudel. Die Kreatur, die die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls muss sie primitive Fallen aufstellen. Ein Hack.
Hagupmann. Ein guter Ort für ihr Nest. Nein, falsch. So, wir speichern jetzt mal wieder mal vorher. Einer. Schnell, 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 schnell. Ja, Geralt, sei nicht dumm. Mann. Manchmal bist du dümmer als sie. Müssen wir hier erstmal weg, wenn hier Gift ist. Endlich, das Hauptnest. Necker sind offenbar immun gegen das Gift. Jetzt beschützt es ihr Nest. Clever. Sehr schön. Zack. Oh, wow. Ich habe wohl Gesellschaft. Scheint das richtig hübsch. Oh, richtig hübsch. Also wirklich richtig hübsch. Oh, schön. Nicht schon wieder. Ich glaube, der Kampf wäre in einem höheren Level richtig schwer gewesen. Ohne Witz jetzt. Ich häng mir deinen Kopf an den Sack. Das auf jeden Fall. Mit diesen ganzen Unterbrechungen, die ganzen Neffer, die da kamen. Hol dir die Belohnung. Mach mal, wir meditieren jetzt einfach bis morgens früh. Was mampfen. Los, los. Beigelaufen. Also, hilfst du mir? Ist schon erledigt. Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung.
Nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke, bis dann. Sehr schön. Magst du eingelegt? Wie kann ich helfen? Zeig mir, was du hast. 600. Oh. Also 600 Kronen, das ist ja mal Wiedersehen. Insane. War richtig gut. So, der nächste ist immer noch bei 18. Muri Diabnum. Schritte entfernt. Sprich mit den Zeugen der ertrunkenen Angriffe. Reden wir erstmal mit ihm hier. Rorik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein. Klasse Fang. Da hat was zurückgezogen, nach unten. Ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes, noch schlimmer. Und die Muire Djeblin warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. So, ein Zeugen haben wir noch. Ich habe sofort gewusst, dass die Götter dir gewogen sind. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt, dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kiera-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel, dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Djeblin, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Was für üble Frevel hast du da mit dieser Hexe begangen? Okay, erkunde das Gebiet. Wieso habe ich jetzt zwei Dinger da? Einmal, zweimal. Bleibe ich besser hier unten oder bin ich dann da? Ja, würde ich schon sagen. Wo hängst du denn jetzt? Ach, da. Weiter so, Blitze. Das war bei den Geistern aus Mörr. Mensch, was für ein Schwert. Ich hab dich im Blick. Oh, ja, wir haben die Lücke gefunden. Hervorragend. Noch ein Opfer. Oh. Sieht er das denn? Ach, da. Der Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Ab geht es. Zeig mir, was du zu bieten hast. Ertrunkene sind angenehm zu kämpfen.
Krass, schon wieder ein neues. Ah, da hinten schimmert schon was rötlich auf dem Boden. Nee, gar nicht. Wohl da hinten ist noch was tatsächlich. Hier ist auch noch mal eine Truhe. Schön. Mit Geld. Jetzt noch mal eine Truhe. Außenrum. Bergstiefel. Dann ist das besser, was wir haben. Krabben. Das muss das Fanggegisch sein, das Rurik erwähnt hat. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Bundeslage der Funke mit Hilfe der Extrasinne. Rot. Ohren. Beckenknochen. Ganz zerkratzt. Lange, breite Klauenspuren. Oh, noch mehr Ertrunkene. Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Stimmt, da war irgendwas dahinter, ne? Die haben. Das war irgendwas, was anderes. Fast unberührt. Für später versteckt. Ertrunkene tun sowas nicht. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Mhm. Ist das das hier?
Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Oh, warte, stopp. Da, das ist eine Truhe. Dass die Wasservibes jedes Mal so als Hexerauftrag gelten. Also. Danke. So, lass mal das mitnehmen. Da kümmern wir uns jetzt um das Vieh. Aber ja. Oh. Nee, der hängt schon wieder fest. Ich kotz ab. Geralt, sei doch nicht so ein Stück Müll. Ich hasse dich. Mann. Dankeschön. Richtig störend. Ja. Unnötig schwer gemacht. Ich glaube, gleich noch einen gemütlichen Müsli essen. Ein bisschen Füße hochlegen. Morgen ist ja schon Donnerstag. Weihnachten ist ganz, ganz nah. Ich freue mich so sehr auf Weihnachten. Weihnachten ist eigentlich was richtig, richtig Wunderschönes. Oh, plötzlich ist oben. Das ist gut. Irgendwelche letzten Worte? Ach, Salah. Sehr schlimm. Erledigt. Dies ist der Beweis. Was soll ich denn mit einem Meerteufel? Was zur Hölle ist denn das? Ein Wasserweib. Alt und gerissen. Sie war das Problem. Ich habe in meinem Leben ja schon viel Geschmeiß gesehen. Muränen, neun Augen, Blobfische. Aber sowas noch nie. Deine Belohnung. Wohlverdient, Hexer. Wohlverdient. Dankeschön, sehr nett. Nee, das ist, wir kriegen genau das, was abgemacht war, dass er da jetzt ein Wasservibe war, da konnte er ja jetzt auch nichts für. Danke. Bis dann. Hurra! Der Hexer hat das Monster getötet! Jawohl, was hast du denn gedacht? So, weiter geht's. 8:19 haben wir da noch. Hier kommt der Bräutigam. Was ist aber los? Jetzt wird's noch romantisch. Auf einer einsamen Insel auf Thwarlach. Es schüttet wie aus Eimern. Ach nee, schon wieder. Hallo. Was bringt dich her? Ja, ich hätte gedacht. Aber ich habe zu viel gedacht. Leider nicht. Wohl.
Ivan. Du bist nicht von hier, wie ich sehe. Nee. Was führt dich nach Speaker Oak? Ich höre, hier gibt es Arbeit für einen Hexer. Ja, meine Schwester nervt schon immer zu damit. Ich habe einen Aushang gemacht, damit sie Ruhe gibt. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand dafür interessieren würde. Worum geht es denn? Der Verlobte meiner Schwester ist verschwunden. Die Leute sagen, er ist weggelaufen. Meine Schwester sagt, sie habe gesehen, wie er von einem Monster verschleppt wurde. Ich habe das Gefühl, du glaubst ihn nicht. Du glaubst deiner Schwester. Oder er mag einfach den zukünftigen Mann von ihr nicht. Wir hatten gute und schlechte Zeiten. Nils ist ein notorischer Schürzenjäger und Britta ist nicht der einfachste Mensch. Aber Familie ist mir heilig. Nimmst du dich der Sache an? Belohnung. Es wird nicht einfach sein, Nils zu finden. Die angesetzte Belohnung reicht nicht aus. Wenn du ihn nach Hause bringst, werde ich nicht knausern. Hört sich gut an. Ich brauche eine verbindliche Summe. Zuerst musst du mir was Verbindliches sagen. Nämlich das Schicksal von Nils. Ja, viel wird da nicht möglich sein. Wir machen mal 290. Abgemacht. Mal sehen, was ich tun kann. Zuerst will ich mit deiner Schwester reden. Britt und Nils hatten einen Lieblingsort. Die Klippen nördlich des Dorfs. Seit er weg ist, wandert sie da herum. Danke. Ich gehe zu ihr. War das nicht auch schon wieder so eine tragische Geschichte irgendwie, die Quest? Ich weiß es nicht. Kommt einem vielleicht so vor, weil es so viele tragische Geschichten in der Welt von The Witcher gibt. Ich muss mit dir reden. Lass mich in Ruhe. Hast du gesehen, wie Nils starb? Ich sah einen Schatten, große Flügel wie eine Wolke am Himmel. Dann hörte ich ihn schreien. Etwas packte ihn, riss ihn hoch und flog zu den Höhlen am Strand. Aber er lebte noch. Er schrie meinen Namen. Ich kümmere mich darum. Ich sollte mich in den Höhlen umsehen, wie Brett erwähnt hat. Auch zum Wachturm. Schnell reisen. Aua, das hat wehgetan. Quatschekuchen. Genau, aus Nikolaus hier gibt's ja nicht. Wäre gar nicht nötig gewesen. Das wieder mal wie eben wahrscheinlich nur die Vorboten von das Problem.
Das ist bescheuert. So, okay. Melusine, die verrückte, gefährliche Dame aus der Tiefe. Die ist hier eindeutig verehrt worden. Melusine. Natürlich. Wer kennt sie nicht? Wenn ich Zeit und irgendwie auch ja überhaupt dazu kommen würde, mal zu lesen, ne? Dann werden die Witcher-Romane bestimmt was Interessantes. Seltsame Farbe. Das ist keine gewöhnliche Sirene. Auf dem Altar liegen die gleichen Schuppen. Der Melusine-Kult ist nicht aus dem Nichts entstanden. Die Echidna liegt schon eine Weile hier, hat Winterschlaf gehalten, ist jetzt aber aufgewacht und hat Hunger. Ja, wie rum? Ich bin jetzt so reingekommen. Nee. Raus. Halte ich doch bitte einfach fest. So. Da ist er. Nils, das muss er sein. Ein Monster hat ihn aus großer Höhe fallen gelassen. Britt hat nicht gelogen. Die ist aber echt hübsch. Hey. Nein, auch Ratten. Ja, was ist mit dir falsch? Okay, dann. Alles klar. Dann.
So, werden wir an der Stelle dann jetzt hier einfach ausnahmsweise mal Schluss machen, weil ich, wie gesagt, noch ein bisschen was tun möchte. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind weiter und wir sind haben wieder gute Trophäen gekriegt. Wir sind jetzt bei den letzten Hex-Quests. Die werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall auch abschließen. Jetzt gehen wir die beim nächsten Mal noch ab. Und gut ist. Und dann müssen wir uns irgendwann um die Kopfschüsse, um die Art Kills mit dem A-Zeichen kümmern. Und natürlich um diese blöde Gewinnkarte. Hoffentlich, dass wir sie finden. Ich wünsche euch soweit noch eine schöne Woche. Und morgen geht's weiter mit Baldur's Gate 3. Habt einen schönen Abend, schlaf gut und bis morgen dann. Tschüss.